herzlich willkommen bei Deutsch lernen mit Max. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Deutsch lernen mit Max. Ich bin Max aus Deutschland und ich helfe dir dabei, besser Deutsch zu sprechen. Bei mir lernst du echtes Deutsch. Das heißt, du lernst so zu sprechen, wie die Deutschen im Alltag sprechen. Heute möchte ich dir ein ganz besonderes Highlight aus Deutschland vorstellen, nämlich die Autobahn. Viele Menschen auf der ganzen Welt bewundern nämlich die deutsche Autobahn, weil man dort so schnell fahren kann, wie man möchte. Das heißt, es gibt dort kein Tempolimit. Du darfst also ganz offiziell so schnell fahren, wie du willst. Oder so schnell fahren, wie dein Auto fahren kann. Zumindest ist das auf einigen Teilen der Autobahn möglich. Du darfst nicht überall so schnell fahren, wie du willst, sondern es gibt viele Strecken, wo es ein Tempolimit gibt. Man muss also sehr genau auf die Verkehrsschilder achten. Auf diesen Schildern steht dann eine Zahl mit der erlaubten Geschwindigkeit, zum Beispiel 80, 100 oder 120. Damit sind dann die Kilometer pro Stunde gemeint. Man sieht auch relativ oft auf der Autobahn Autos, die richtig schnell vorbeifahren. Diese Autos fahren dann meistens auf der linken Spur. Nicht selten fahren diese Autos auf der linken Spur dann mit 200 Kilometern pro Stunde. 200! Ich bin aber eher ein ganz entspannter Autofahrer und fahre lieber ein bisschen langsamer. Und eigentlich fast immer auf der rechten Spur. Das Coole an der deutschen Autobahn ist, dass sie durch ganz Deutschland führt. Vom Norden bis zum Süden und vom Osten in den Westen. Und wenn du mit dem Auto nach Frankreich, Spanien oder Italien fahren möchtest, dann beginnt jede Fahrt auf der deutschen Autobahn. Auf der Autobahn fahren auch viele LKWs, also große Trucks, die Güter transportieren. Dann gibt es noch viele Baustellen auf der Autobahn. Da muss man dann immer abbremsen und langsam fahren, also das Tempo verringern. In Deutschland gibt es auch viele Rastplätze oder Autobahnraststätten. Das sind kleine Plätze am Rand der Autobahn, wo man Pause machen kann. Dort kann man sich dann auch einen Kaffee kaufen oder auf Toilette gehen oder an einer Tankstelle tanken. Es gibt manchmal sogar auch Autobahnkirchen, wo man anhalten kann, um zu beten. Leider gibt es auch viele Unfälle auf der Autobahn, bei denen sehr viele Menschen ums Leben kommen, also sterben. Vor allem durch die Smartphones ist die Gefahr enorm gestiegen. Ich zum Beispiel habe aber ganz klar die Regel, dass ich am Steuer, also wenn ich Auto fahre, nicht auf mein Handy gucke. Ich fahre dann
lieber auf einen Rastplatz und gucke in Ruhe auf mein Handy. Das ist viel sicherer. Bist du eigentlich auch Autofahrer? Und wie schnell darf man in deinem Land mit dem Auto fahren? Wenn du magst, dann schreib doch einfach mal einen Kommentar auf Deutsch unter dieses Video. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und es ist eine super Übung für dich, einen Kommentar auf Deutsch zu schreiben. Und wenn du daran interessiert bist, noch besser Deutsch zu sprechen und eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung haben möchtest, wie du am besten schnelle Erfolge erzielst, dann trag dich jetzt in meinen kostenlosen Videokurs ein. Dort erkläre ich dir in 3 Schritten, wie du es schaffst, besser Deutsch zu sprechen. Ein Link zum gratis Videokurs findest du direkt unter diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß beim Deutschlernen. Und noch ein kleiner Tipp am Schluss. Gib niemals auf. Du schaffst das. Dein Max.